Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play zu Prison-Architekt in der Alpha 25 immer noch. Ich bin gerade im Voraus auch zu einem am Aufnehmen, sorry. Ich hoffe die Alpha 26 kommt noch dazwischen. Wir werden sehen. Ich nehme jetzt nicht zu viel im Voraus auf. Wir werden sehen, was kommt. Wir sind da ja spontan. Und ich werde definitiv, wenn ich es mitbekomme, dass die Alpha 26 raus ist, werde ich mit Sicherheit wenigstens ein Info-Video rausbringen. Je nachdem, was da rauskommt, werde ich mein neuer Knast anfangen oder hier weitermachen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin hier noch lange nicht fertig. Unser Knast hier, wir müssen hier auch noch eine Dusche machen. Also ich habe schon eine Vision für diesen Knast, aber ob die gut ist, bin ich mir noch nicht so sicher, ganz ehrlich. Ja. Ich brauche hier eine große Gefängnistür erstellen. Das muss sein und hier Abflüsse und hier Abflüsse. Dann wieder Toilette. So, und dann würde ich sagen, hier geht's los. So. Und ja. Ich will das ein bisschen verteilen, dieses Duschen und so. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Wir probieren es einfach. Wir probieren es einfach, Leute. Ich bin da wirklich experimentierfreudig. Jede Alpha an sich bringt ja auch viele Neuerungen und ob das alles gut ist, was ich hier mache, weiß ich nicht. Will ich. Ich hoffe es einfach mal, ich sage mal so. Wenn nicht, dann werdet ihr mich mit Sicherheit darauf aufmerksam machen. Was machst du für eine Scheiße und so. Das ist mir gerade bisschen, was soll ich sagen, Bauchschmerzen macht, ist der weite Weg hier, wenn die nachher hier. Ich weiß nicht, sollen wir hier gleich. Nachher hier kommt ja auch noch ein Knall, also noch so ein Zellerblock hin. Dann können sie hier in der Mitte raus und hier durch. Das ist ja der Plan. Aber jetzt, momentan, habe ich halt einen weiten Weg und ich will nicht, dass sie hier hingehen. Großartig. Wege Schmuggelware und so. Ach ja. Ist alles nicht so einfach hier. Alles nicht so einfach. Ach, unsere Fischkammer. Hätte ich fast vergessen. Aber nur fast. Schauen wir mal richtig aus hier. Komplette Mauer drumherum. Räume, Fischkammer. Na. So. Und hier drin brauchen wir Waffenstände erstmal. Machen wir es so. Nein, kein solcher Spinn. Aber wenn ich so nah rangehe, ist es so laut. Ich hoffe, in der Aufnahme geht es. Und Tisch, ja. Ich weiß noch nicht, was ich einen Tisch brauche, aber bitteschön. So. Ich hoffe, in der Aufnahme geht es. Wenn nicht, schreib's mir bitte. 37% nur gegessen, hallo. Hallo, Essen. Ja, gut. Ja, da stehe ich wieder da. Oh, das ist. Ich weiß nicht, was das sein soll. Mit Solitary Cells habe ich echt Probleme gerade. Nein? Hab gedacht, ihr wollt die abholen. Ja. Gut, 71% satt. 82% und der Rest wird wahrscheinlich. Ja, jetzt, das kostet jetzt natürlich viel Geld hier, Ausrüstung. Ja, jetzt. Aber hey, unsere Wärter müssen ja sicher sein, ne? Gerade bei der Max Security. Noch eine Stunde duschen. Ja, alle hier. Ne, hier ist auch jemand drin. Oh, Moment, Moment, Moment. Wir müssen hier
die Patrouille verlängern und muss ja mindestens zwei Wärter und zwei Hunde, weil hier ist es ja ein bisschen weiter. Alles. Ja, kein Zutritt, ich weiß. Wir brauchen wir jetzt auch noch nicht diesen Zutritt hier. So. Dann haben wir jetzt eigentlich alles erstmal im Griff hier. 12 kommen wir wieder. Da kommen wir auch noch hin. Dann werde ich aber, ich werde jetzt schon neue Werte einstellen, weil wirklich Maximal Security ist echt ekelhaft. Also die Leute sind. Ach so, warte mal, Moment, Moment. Was, Tunnel? Wo ist ein Tunnel? Stopp. Wie Tunnel? Was hier? Oder war da nur das Werkzeug dafür? Das ist jetzt die Frage natürlich. Wir haben nur noch das Geld für die teure Mauern da, wo sie nicht untertunneln können. Das können wir uns noch nicht leisten. Also Schlaf reicht auf jeden Fall, wie sieht's aus? Wie lange schlafen wir noch? Halbe Stunde. Schlaf reicht im Prinzip. Und jetzt ist die Hygiene. Das ist nämlich genau das Problem, wo ich gehabt habe. Aber momentan läuft es. Danke für den Tipp übrigens. So. Ja, komm, hier machen wir mal auf, überall, weil. Ja, hier. Offen. Da ist schon auch mal gut. Da geht es ja auch duschen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn Duschen vorbei ist, ob sie es zum Essen schafft. Die müssen wir jetzt hier im Blick behalten. Ja. Seht ihr hier, die drei sind noch nicht kontrolliert. Diese drei. Moment, langsam, langsam, langsam. Hier, die sind jetzt hier. Halbe Stunde gibt's. Aber Moment, 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 Moment. Schmucke. Informant. Wie waren das? Erfahrung? Es gibt Menschen, die Ruhe selbst sind, aber nicht so dieser Insasse. Er ist bekannt dafür, plötzlich in völlig grundlos überzukochen, was ihn unberechenbar macht. Nicht gut. Aber wie mache ich den nochmal zum Informanten? Na. Komm mal noch. Ist da jetzt auch was über der Karte? Nee. Das ist wirklich nur, wenn es in der Solitaire sind anscheinend. Essen gibt's jetzt, Essen fassen. Sind alle da anscheinend. Passt von der Zeit bis jetzt noch. Okay, jetzt sind alle da. Okay. Sieht's denn aus? 78%. Ja gut, es sind ja die neue Gefangene gekommen, die aber nichts zu essen bekommen natürlich. Ja, ne, 22 Gefangene nehme ich nicht mehr an nächstes Mal. Nein, nein, nein. So. Die Reformierprogramme laufen alle. Habe ich die jetzt? Habe ich jetzt eigentlich? Nee, natürlich habe ich das nicht gestartet. Hier, Start. Wo ist denn das jetzt? Na? Grundausbildung. Gut, es läuft. So. Ach so, Moment, habe ich da einer stationiert? Ja, gut. Guter Sammy. Man muss sich auch mal selber loben, Leute. Man muss sich auch mal selber loben. Tut der Seele auch gut. So. Ah, du musst noch durchsucht werden, dann haben wir alles durch und es gibt keine Tunnel. Finde ich gut. Ich suche ihn. Da hat nichts, okay. Gut. Fertig. Und unser Export klappt, sehe ich gerade. Unser Export klappt, da wird was rausgetragen. Ja. Läuft doch alles wie geschmiert hier. Schön putzen, jawohl.
So gefällt mir das. Aber hier drin gefällt mir es nicht, weil da könntest du was klauen, die Säcke. Aber hey. Ach ja, ich muss ja noch 10 ausgezeichnete Betten, ja. 2 bewaffnete Waffen, Personal. Bewaffnete durch mal 4 Einstelle, würde ich sagen. Und dann Stationierung, Patrouille. Brauchen wir hier eine Patrouille hin? 2 Stück? Nein. War die falsche Patrouille, sorry. So. So. 2-mal Bewaffnete bitte. So, neue Subvention bitte. Money. Das werde mal wahrscheinlich so schnell nicht schaffen. Kein Personal, das nicht müde ist, aber wir schauen mal. Wir schauen mal. Also wenn hier ein abhauen will, der hat schlechte Karte. Hier ist 2 bewaffnete Waffen. Das finden wir gut. Finden wir gut. So. Also ich habe wirklich zwischenzeitlich Angst gehabt, dass unser Knast kaputt geht und wir keine Chance mehr haben, aber wir haben es nochmal hinkriegt, Leute. Wir haben es hinbekommen. Oh, und das ist wirklich nur mit Max-Security. 57 mittlerweile. Ja gut, auf 26 Wache, aber hey. Es läuft. Und wir machen Plus. Und das ist nicht zu wenig. Also, wir können ja hier mal reingucken. Finanzen. 6,5 Tage ohne Zwischenfälle. Exporte bringt uns halt momentan viel. Und das ist das, was wir brauchen. Hier. Genau. So, jetzt nochmal eine Stunde duschen. In das Klo gehen natürlich, ja. Warum duscht ihr nicht? Ihr habt bestimmt. Ah ja, es geht so. Ich glaube, das können wir wirklich ganz rauslassen. Es geht keiner duschen. Das probieren wir jetzt mal. Machen wir hier? Nein, wir machen hier Freizeit und machen mal noch eine Stunde hier essen. Danach direkt schlafen. Ah, guck, da ist schon wieder Stress. Da fängt schon wieder einer an. Du Zigeuner. So nicht. Noch einer. Noch einer. Es fängt wieder an, Leute. Aber hey. Unsere Wache haben es im Griff. Gott. Ja gut, es sind Hochsicherheitsgefangene. Ich dürfte das nicht vergessen. Wenn wir Low hätte, dann wäre das wahrscheinlich alles viel einfacher. Aber einfach kann jeder. Deshalb denke ich, geht schon. Also es läuft nicht schlecht. Wenn ich jetzt nochmal einen Moment. Nein, hier Finanzen. Das wurde nicht mal als Zwischenfall gerechnet. Es wird so schnell beendet, es wurde immer als Zwischenfall berechnet. Das finde ich gut. So. Dann. Aber es läuft doch ganz gut, finde ich. Also ganz ehrlich, wenn das so ein Hochsicherheitstrakt, der immer gefährlich ist. Ja. Hast du Scheiße gebaut, mein Freund? Das hat mein Hund bestimmt geschnüffelt. Wo? Langsam. Alle hier rein. Wenn's da Stress gibt, dann haben wir ein Problem. Alle hier rein. Hat schon geregelt einer, okay. Es war wirklich nur er. Wow. Nochmal Glück gehabt. Ja gut, 97 Jahre Haft, was hat er noch zu verlieren? Er ist 20 Jahre, guck mal, was er auf dem Purples hat. Und das Schlimme ist, es gibt wirklich so Leute. Die haben noch nicht richtig gelebt und werden es auch nie, weil sie den Rest ihrem Leben im Gefängnis sitzen.
Wenn es in Amerika sitzt, dann haben sie die Todesstrafe. Für weiß der Geier was. Aber naja. Guck doch mal, sogar im Essen tue sie die Sache schmuggeln. Das ist unter aller Sau, was die Leute mit uns machen hier. So. Ja. Aber ansonsten bin ich ganz zufrieden. Wir haben noch keinen Ausbruch. Wir haben halt immer ein bisschen Ärger, aber hey. Immer positiv denken. Irgendwann lernen sie es, dass ich ihm auf die Mütze kriege. Und wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Ihr werdet sofort durchsucht. Durchsuchen. Und du wirst auch durchsucht. Es ist eine Zigarette und du? Das ist ein Telefon. Habt ihr gedacht, ihr kommt damit durch, ne? Das nervt mich hier so. Das ist unglaublich. Jetzt machen wir nochmal langsam, bis hier nächstes nochmal aus. Schmuggel war das. Informationen. Na, hast du Lust, mein Informant zu werden? Da habe ich keinen Ruf. Na. Da habe ich auch keinen Ruf, aber von dem hier. Charakter. Dieser Insass hält mehr aus als die meisten. Keine gute Nachricht für deine Waffen. Denn er widersteht manchmal sogar einen Taserschuss. Was zur Hölle ist mit unserer Gefangenen los? Aber ich muss echt nochmal gucken, wie ich Informante kriege. Ich bin gerade. Oh, Potenziale. Guck, guck, da. Nein. Verdammt. Ja, mach mal Licht hier rein. Du, geh mal hier hin. Geh hier hin. Schlaf nicht ein dabei, bitte. Schmuckel. Informant. Du hier. Charakter, Erfahrung. Bewertung. Nein, wo war denn das? Ich muss das doch irgendwie. Was war denn jetzt? Das war doch irgendwo hier. Ich weiß es nicht mehr, aber bis zur nächsten Folge bekomme ich das raus. Und bis dahin hoffe ich, hat es euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, haut ihr rein. Bis dann, ciao.